Zeichnung läuft. Wir wollen über die Edonauten sprechen, die jetzt gerade vorbeigegangen sind. Jetzt heißt Mitte April 2020, wenn man das später mal sieht. Die Edonauten waren ein Online-Kurs bzw. ein Unkurs zum Thema zeitgemäßes Online-Lernen. Und wir haben in diese Runde drei Menschen eingeladen, die das mitgemacht haben im Wortsinne, weil man als Teilnehmer nicht nur einfach sich da hinsetzen konnte und irgendwas konsumiert hat, sondern man musste was machen. Wenn man nichts gemacht hat, hat nichts stattgefunden. Und wir wollen so ein bisschen ein Mosaik zusammensetzen, wie das aus Teilnehmer- und Teilnehmerinnen-Sicht ausgesehen hat. Dafür sind drei Menschen bei uns. Unhöflicherweise sage ich ganz kurz was zu den anderen zuerst. Nele Hirsch und ich, Joramus Meerholz, gehören zu den dreien, Blanche Fabre fehlt, die das Ganze als, wir haben mal gesagt, Edonauten Crew sich ausgedacht und organisiert haben. Und wir wollen jetzt nie länger als das, was ich jetzt am Stück geredet habe, reden und möglichst nur Fragen stellen und gucken, dass wir das alles von den drei verschiedenen Seiten beleuchtet kriegen, die wir noch in der Runde haben. Wir fangen mal mit einer Vorstellungsrunde an. Maria, magst du anfangen? Wer bist du und die Kurzform, was hast du bei den Edonauten gemacht? Ich bin Maria, ich bin Lehrerin in Berlin an einer Gemeinschaftsschule und bei Edonauten habe ich mich so, also eingeklinkt ganz am Anfang schon. Und so verfolgt, was es so für Fragen entstehen, habe auch eigene Fragen mit reingeworfen, ich glaube so eins, zwei und dann so im Verlauf mich an vor allem zwei Beiträgen zum FAQ beteiligt. Florian. Ja, mein Name ist Florian, ich bin Lehrer, bin Vater und Ehemann in erster Linie, dann bin ich auch Lehrer im Hochsauerlandkreis an einer Sekundarschule. Bin gleichzeitig auch noch pädagogischer Bauberater und bei den Edonauten habe ich eine Gruppe administriert und bei mehreren Gruppen mitgelesen, interessiert mitgelesen. Sebastian. Ja, ich bin Lehrer, hauptsächlich gerade in der Oberstufe tätig, hier in Hamburg, an einer Stadtteilschule, wie es ja hier in Hamburg heißt. Und habe bei den Edonauten eine Frage aufgeworfen und habe ansonsten auch sehr viel mitgeschrieben, mitgelesen. Und ja, mich hat interessiert, wie sich das Ganze digital hier entwickelt hat. Jetzt haben wir ganz oft gehört, Fragen habt ihr eingebracht und Fragen dort mitentwickelt. Was waren das für Fragen und wie habt ihr die in diesen Unkurs eingebracht? Maria, vielleicht magst du mal starten. Du sagtest, zwei Fragen hättest du gleich auch intensiver bearbeitet. Ja, am Anfang beim Unkurs war sozusagen die Bühne offen. Man konnte alle möglichen Fragen reinwerfen und ich habe, glaube ich, gestartet mit einer Frage, wie finden eigentlich Schülerinnen und Schüler gute, zeitgemäße Bildungsmaterialien online? Das ist was, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich auch gesehen, dass da schon eine andere Frage war, die ich ganz spannend fand. Da geht es um so Software wie H5P, also Software, mit der man so interaktive Übungsaufgaben erstellen kann. Und da ist mal so ein bisschen die Frage, welchen Raum oder welche Rolle hat diese Art von Software in einem zeitgemäßen Unterricht? Und die fand ich spannend und habe mich eingeklinkt. Und die andere habe ich sozusagen selbst angefangen. Florian, was war deine Frage? Ja, meine Frage, die ich auch administriert habe, war, wie kann der nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Rahmenwerk sein für zeitgemäßes Online-Lernen? Das war ja unser Thema des Unkurses, das Thema der Edonauten in dieser Jahreszeit, in diesem Frühling. Und ich fand das ganz interessant, dass wie bei einem Barcamp in der ersten Phase dieses Unkurses halt im Endeffekt Fragen entwickelt werden mussten, aber auch aufgrund der Beteiligung des Zuspruchs entschieden wurde, welche Fragen schaffen es denn überhaupt in die Gruppenphase hinein. Und das fand ich habe auch mehrere Fragen im Endeffekt entwickelt, aber wie gesagt, es hat im Endeffekt zur Bearbeitung nur zu einer Frage gereicht, zeitlich. Und dann hast du gesagt, du hättest die Gruppe administriert. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie kam es von der Frage zur Gruppe?
Wie gesagt, also wenn in dieser ersten Zeit, in dieser ersten Woche, wo es darum ging, überhaupt Fragen zu entwickeln, es war ein ganz, ganz tolles, freies Brainstorming, es ging hoch her, es wurden die Begriffe gewendet und gewälzt und im Endeffekt ergab sich durch den Zuspruch, wie wurde ein Thema, eine Frage entwickelt, wie viele Leute beteiligten sich daran, wurde dann im Endeffekt entschieden, wollen wir diese Frage im Endeffekt, denn das Ziel war uns ja klar, das Ziel war ein FAQ zum zeitgemäßen Online-Lernen. Und das FAQ muss mit Fragen und den entsprechenden Antworten gefüllt werden, so war die Aufgabenstellung, die war für mich transparent und klar. Ja, und wenn eine Frage soweit war, dass wir sagen, ja, die nehmen wir mit rein, die packen wir mit ins FAQ, dann wurde sie zu einer Gruppenfrage. Und das war dann die zweite Phase des Umkurses. Sebastian, wie war das bei dir? Du hattest auch eine Frage und eine Gruppe oder lief das anders ab? Ja, genau. Ich habe dann auch irgendwann eine Frage gestellt. Und zwar war das, wie könnte so ein Selbsteinschätzungsformat neben einem Zeugnis aussehen? Genau, da war für mich vor allen Dingen interessant, wie könnte man das vielleicht digital visualisieren, wie könnte man jetzt bestimmte Tools verwenden, um dann selber als Schüler so etwas zusammenzustellen, wo es halt darum geht, was habe ich in diesem Jahr gelernt, was war wichtig für mich. Genau, das war meine Frage. Und dann hatte ich noch eine andere Frage, wo ich keine eigene Gruppe draus gemacht habe, wo ich mich viel beteiligt habe. Also da ging es eigentlich darum, eine eigene Co-Learning-Suchmaschine zu finden. Also Leute für kooperatives Lernen zu finden, mit denen man dann gemeinsam etwas lernt, entweder an der gleichen Sache oder sich gegenseitig was Unterschiedliches beibringt. Das würde ich so, also ich kenne das Prinzip aus dem Sprachenlernen, so Tandemlernen. Und da hatte ich die Idee, das zu übertragen und ja, vielleicht auch eine eigene Software oder App zu kreieren. Möchtet ihr noch mal eine Runde machen, wie genau die Arbeit bei euch abgelaufen ist? Also wenn wir uns jemanden vorstellen, der da jetzt nicht dabei war, hat jetzt schon mehrmals gehört, irgendwie Gruppe und was gemeinsam gemacht und was einzeln gemacht. Könnt ihr diesen Prozess noch mal beschreiben? Weil ich vermute, der ist auch bei euch dreimal unterschiedlich ausgefallen. Wir machen einfach in der bewährten Runde weiter, oder? Maria muss immer anfangen, das war schwierig. Also für mich hat sich das so am Anfang angefühlt wie in so einem plötzlich erschienenen Forum, also so wie früher. Ich weiß nicht, ob ich in der Form in letzter Zeit gearbeitet habe. Also ich habe die Frage, ich habe meine Frage oder meine Fragen, ich glaube, war noch eine zweite, die ich dann auch nicht weiter verfolgt habe, reingegeben, weil die zweite Frage war dann auch nicht mehr so, da kam dann auch nicht so viel Feedback und dann ist die so, erstmal da geblieben. Und dann haben im Prinzip Leute eben auf die Fragen oder auf den eigenen Impuls, den man reingegeben hat, geantwortet oder ich habe eben auch geantwortet. Und wenn dann da so ein bisschen eine Bewegung reinkam, dann habe ich zum Beispiel im Fall von H5P, ich glaube, es war ich, ja. Nele hat dann immer ganz hilfreich gesagt, oh, hier ist ja ein bisschen was passiert. Wollt ihr das nicht irgendwie in einem Dokument oder sowas bestätigen und dann anfangen, an den Beiträgen zu arbeiten? Also sozusagen, Plan war so, Frage, okay, da kommt irgendwie was zusammen, dann wird eine Gruppe draus und wenn die Gruppe dann, wenn dann noch ein bisschen was passiert, kann man sagen, okay, wir konkretisieren das jetzt mal in Richtung FAQ-Beitrag. So, zumindest habe ich das so erlebt. Das war auch dann unterschiedlich. Bei der H5P oder interaktive Übungsfrage war dann auch in der Gruppe ein bisschen Aktivität da. Und bei der Frage, wie lernen Schülerinnen oder wie finden sich Schülerinnen und Schüler zeitgemäß online lernmäßig zurecht, da kam dann noch der ein oder andere Impuls, auch von Nele. Und dann habe ich da letztendlich was draus gebastelt, wo das die Gruppe als so Gruppe für mich erfahrbar war. Das waren so zwei unterschiedliche Szenarien. Wie war es bei Sebastian? So, da habe ich die Maus gefunden.
Also, bei mir war das grundsätzlich so, dass ich so das Gefühl hatte am Anfang, dass alle erstmal so ein bisschen ankommen mussten und das ganze Prinzip verstehen mussten. Ja, ich war so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen ungeduldig, weil ich dann dachte so, okay, jetzt haben wir hier eine Frage und eine Gruppe und jetzt kommt doch mal alle in die Diskussion. Und ich dachte, okay, der eine oder andere muss jetzt wahrscheinlich erst nochmal irgendwie dieses Prinzip verstehen. Da hat dann Nele dann auch manchmal so gesagt, so hier jetzt bei den Fragen nicht mehr so viel diskutieren, sondern geht jetzt mal da an die Gruppe und da geht es dann weiter. Und da dachte ich dann auch so, okay, ja, ich warte hier noch so ein bisschen und hoffe, dass es noch, dass hier alle dann in diese Gruppendiskussion einsteigen. Genau, was dann richtig gut lief, war dann wiederum einfach, wenn man dann die Leute eingeladen hat und dann mal gesagt hat, okay, man hat die dann mit so einem Ad-Zeichen dann verbunden, gesagt, so, morgen machen wir mal eine Zoom-Konferenz und unterhalten uns mal. Das habe ich jetzt selber ein bisschen zu spontan gestaltet. Da waren dann nur 3 Leute dabei, aber trotzdem war das eigentlich so das für mich Spannendste, wo ja, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Florian weiß noch nicht so ganz. Möchtest du eine Runde aussetzen? Was ist das? Oder hört man mich? Probieren wir mal. Mach mal einen Satz. Ja, also bei mir war es so, dass ich die Gruppenbildung, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ja, jetzt wird es laut. Jetzt müssen wir, glaube ich, gerade mal kurz Stopp machen. Okay, dann kommen wir nochmal gleich zu dir zurück. Ja, das wäre vorbei. Also tatsächlich würde ich da auch gerne nochmal so nachhaken, auch bei euch allen, so irgendwie diese Gruppenprozesse. Was lief da gut, was lief vielleicht schwierig, was vielleicht auch ganz anders als gedacht? Weil das ist ja irgendwie was auch für die Beobachter, auch teilweise für Nele, mich und andere, total schwer von außen nachzuvollziehbar war. Also beispielsweise Sebastian eben, der die Ungeduld gesagt hat, irgendwie das von außen ja total schwer zu sehen. Zum Beispiel, ist eine Gruppe gerade total eingeschlafen oder ist jemand ungeduldig oder sind alle ungeduldig, nur sie wissen gar nicht, dass alle anderen auch ungeduldig sind. Also wenn ihr da nochmal ein bisschen von den Gruppenprozessen erzählen würdet, das fände ich sehr spannend. Ich weiß noch nicht, wer anfangen kann. Florian, heißt das? Ja, du kannst. Okay. Ja, ich kann anfangen. Also mir war klar, bei der Herangehensweise, so kenne ich Barcamps, dass man im Endeffekt den Raum auch verlassen kann, dass man sich beteiligen kann, je nachdem wie das Format ist und der Session und dass das relativ frei ist. Und so bin ich da dran gegangen. Und deswegen habe ich erstmal gar nicht so viel erwartet. Ich habe da so ein bisschen die Pace gemacht. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt das Richtige war. Denn das Ergebnis vom Ganzen war bei mir in der Gruppenarbeit, es gab dort Mitleser, es gab dort zaghafte Kommentare, so möchte ich es jetzt mal ohne Wertung einfach mal aus meiner Sicht schildern. Und die Beiträge, die im Endeffekt produktorientiert, zielorientiert dort zustande kamen, da war ich weiß nicht, ob ich das selbst beeinflusst habe, aber auf jeden Fall war ich da relativ auf mich gestellt. Ich habe da schlussendlich natürlich die Kommentare und die Fragenbildung im Hinterkopf gehabt, aber zu den Produkten, da hat keiner aus meiner Gruppe, die auch eine übersichtliche Gruppe zwar war, aber da hat sich keiner zu geäußert, hat gesagt, hör mal, du, das würde ich aber rauslassen, das finde ich unpassend. Oder hey, ich habe da noch eine andere Stelle gefunden, die würde ich reinnehmen. Ich habe da noch ein anderes Beispiel, was mir wichtig erscheint. Das war sehr dünn. Trotzdem, ich habe dann zum Beispiel, weil ich habe ja gesagt, ich habe auch in anderen Gruppen mitgelesen und auch im Forum immer mitgelesen, da kam ja teilweise Bedenken, hör mal, können wir das überhaupt in die FAQ stellen? Ist das überhaupt ein Gruppenergebnis? Da waren ja Zweifel teilweise bei anderen Teilnehmern. Diese Zweifel hatte ich nie, denn ich hatte Beobachter, ich habe Leute gehabt, Männer wie Frauen aus den verschiedenen Branchen, auch nicht nur Lehrer, so wie wir drei
Teilnehmer, Teilgeber jetzt hier mit euch sitzen, alles Lehrer, ist eigentlich ein bisschen blöd für die Multiperspektivität. Aber gut, ich hatte das Gefühl, mein Beitrag ist dadurch auch legitimiert, dass die Leute mit drüber geschaut haben, ihr Wort hätten erheben können, denn sie haben es in den Kommentaren ja auch getan, auch wenn nicht zu den Produktbeiträgen. Und insofern finde ich schon gerechtfertigt, dass man den Beitrag in die FAQ stellt, vor allen Dingen, weil das ja keine festgemeißelte Geschichte ist. Es ist ja eine Diskussionsgrundlage. Und da kann ja jeder, der extern auf diese Seite zugreift und sich da einen Beitrag durchliest, kann ja auch mit dem Kopf schütteln oder beziehungsweise am besten noch den Mund aufmachen und sagen, hört mal, wie ist denn das zustande gekommen? Das sehe ich vollkommen anders und zwar begründetermaßen. Und daher, so ist das bei mir gelaufen. Ja, vielleicht ist das eine ganz schöne Überleitung, Sebastian, zu dir, weil ich glaube, deine Antwort oder deine Frage ist jetzt ja nicht in der FAQ drin, wenn ich das richtig sehe. Ne? Vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, wie du den Gruppenprozess da dann empfunden hast und wie du dich dann entschieden hast. Also ich habe grundsätzlich erstmal gesehen, da gab es eine weitere Teilnehmerin, auch mit der hatte ich viel, sage ich mal, da gab es irgendwie so eine Schnittmenge und mit der habe ich mich auch am meisten ausgetauscht. Wir haben irgendwie uns gegenseitig so in die Docs da reingeschrieben und uns gegenseitig Kommentare gegeben. Das war eigentlich ganz fruchtbar, dieser Austausch. Da dachte ich, oh ja, das funktioniert ja ganz gut. Dann haben wir uns halt auch noch so in Videokonferenzen und so getroffen und ja, wahrscheinlich bleiben wir jetzt auch noch weiter da in Kontakt, weil wir einfach so ähnliche Themen haben. Ja, und ansonsten habe ich mich da jetzt erstmal anders entschieden, habe gesagt, ja gut, wenn ich eine Frage stelle und eigentlich kommt zu, weiß ich nicht, 90% die Antwort von mir selbst, dann stelle ich das jetzt noch nicht rein, so weil es halt nicht so ein Gruppenergebnis ist. Ja, ich habe mich jetzt erstmal so entschieden und würde auch, aber ich würde da noch weiter dran arbeiten und vielleicht bei den nächsten Edonauten oder ich weiß es nicht so genau wann. Letztendlich ist halt auch die Antwort, finde ich, jetzt noch nicht so ganz ausgereift, weil wie ich das jetzt genau visualisiere, jetzt so ein Selbsteinschätzungsformat, weiß ich noch nicht so genau, wie ich das machen würde. Und trotzdem habe ich hier und da Stellschrauben weiterentwickelt und auch selber drüber nachgedacht. Aber für die eigentliche Fragestellung dachte ich, das ist noch ein bisschen wenig. Ja. Maria, du hast auch viel selbst gearbeitet, wenn ich das richtig beobachtet habe. Oder hattest du den Eindruck, sehr stark in der Gruppe gewesen zu sein? Und wie lief das dann? War so ein bisschen unterschiedlich. Also die Frage zu didaktisch sinnvollem Einsatz von H5P und Co., da war ich schon angenehm überrascht, dass auch über die Zeit hinweg wirklich mehrere Leute sich beteiligt haben. Also wir haben dann Google Doc gestartet, wo ich dann schon mal so einen Entwurf gemacht habe, so eine Antwort. Und da kamen dann auch wirklich Kommentare und es wurde auch, das fand ich total toll, einfach geändert im Dokument. Das, wenn jemand einen längeren Text startet, ist das ja nicht selbstverständlich. Das fand ich gut und hatte aber zum Schluss auch, also ich hatte dann so das Gefühl, oh Mist, eigentlich habe ich ja das Heft in der Hand da und dann war schon eigentlich die Deadline verstrichen und so. Und dann wollte ich dann beim Einreichen, hätte ich am liebsten nochmal gesagt, so, ich habe jetzt hier die, aus meiner Sicht, meine Endfassung, möchte dir nochmal 3 Tage drüber gucken. Aber dann dachte ich, okay, jetzt ist der offizielle Endtermin und wirklich Ostermontag erreicht, okay, reiche es mal ein und habe dann natürlich noch die Möglichkeit, das halt auch zu verändern. Zumindest sehe ich das so, je nachdem, was das für ein Wartungsaufwand für euch ja auch ist, FAQ-Beiträge nochmal grundlegend vielleicht zu ändern, weil man es dann nochmal ganz anders verstanden hat. Also da habe ich die Gruppenarbeit schon überhaupt, also ich weiß nicht, welches letzte Mal so diese Forenerfahrung hatte, dass ich mit Menschen, die ich vorher wirklich noch nicht im Real gesehen habe und auch nicht schon lange über Twitter kenne oder so, gemeinsam an einem Text, also wirklich gearbeitet habe.
Wenn auch in kleiner Form, aber durchaus war es da. Und bei dem anderen Beitrag zu Orientierung für Schülerinnen und Schüler oder auch in so einer Sammlung, da ist sogar was anderes Spannendes passiert. Da bin ich dann erstmal im Laufe der Recherche für mich auf ichlerneonline.org gestoßen. Das ist dann plötzlich ganz anders weitergelaufen. Dann habe ich mich da eingeklinkt, ohne dass es jetzt mit auf Edonauten sichtbar war. Also es war sozusagen eigentlich ein Beiprodukt von dieser Frage. Und dann habe ich auch da plötzlich angefangen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, also nicht auf Edonauten sichtbar. Und dann habe ich dann nochmal so einen kleinen eigenen Beitrag gebastelt, wo ich auch erst dachte, okay, ist jetzt nur meins, aber dann hattet ihr irgendwie so diese Möglichkeit auch eingeräumt, so über einen Fast-Track noch einen Beitrag einzureichen, auch als Einzelperson. Dachte ich, okay, ist klar, wenn das auch reinpasst, dann kann das ja auch passen. Und ich finde auch schön die Mischung auf der FAQ. In der FAQ-Sammlung sind ja so kurze Beiträge und auch längere. Und ich dachte mir, okay, dann passt auch beides rein. Habe ich nochmal so einen kleinen eigenen Beitrag formuliert. Ihr seid ja alle jetzt doch so positiv und konstruktiv. Also wir haben von einer Teilnehmerin eine sehr lange E-Mail gekriegt, die aber nicht mit in ein Video wollte. Und die war sehr enttäuscht von dem, was sie an Engagement in eine Gruppe gebracht hatte und wie wenig in ihrer Wahrnehmung tatsächlich davon dann aufgegriffen wurde, was daraus wurde, wie viel Passivität ihr entgegengekommen ist sozusagen etc. Hattet ihr das auch ein Teil von euch oder habt ihr es woanders gesehen? Das würde mich nochmal interessieren, eure Einschätzung. Also wie viel möglicherweise ist da auch unter der Oberfläche an Frust und Enttäuschung entstanden? Wenn ich da gerade nochmal starten darf. Ich kann mir das gut vorstellen, weil tatsächlich, wenn man dann so liest, so und so viele 100 sind da jetzt registriert und in meiner Gruppe sind irgendwie über 20 Leute und ich höre nur was von 5, dann denkt man vielleicht, okay, was eigentlich mit dem Rest? Ihr seid doch jetzt in dieser Gruppe. Und dann, weiß ich nicht, denkt dann halt irgendwie immer an die Zahlen auch in anderen, also im Internet, was so soziale Medien angeht, dieses Verhältnis von Leuten, die nur mitlesen und Leuten, die wirklich aktiv produzieren, das denke ich, da war vielleicht auf Edonauten auch insgesamt eine höhere Beteiligung, also meine subjektive Einschätzung. Und je nachdem, ob man das schon vielleicht auch in anderer Form erlebt hat, ist man da jetzt vielleicht, dann hat man die Enttäuschung schon ein paar Mal hinter sich gehabt oder sowas. Vielleicht können da Florian und Sebastian auch noch mal ein bisschen anschließen. Also es geht jetzt auch nicht nur um die Gruppenarbeit im Engeren, aber wenn ihr ansonsten so den Unkurs anguckt, was wären so Punkte, wo ihr sagen würdet, das hättet ihr euch vielleicht anders gewünscht? Also ich tue mich schwer jetzt zunächst einmal, um auf die Frage von Jöran noch mal ganz kurz einzugehen. Ich tue mich schwer, mich da in den Kopf der anderen Teilnehmerinnen hineinzuversetzen. Was Maria gesagt hat, das kann gut so sein. Ich denke auch immer, dass die Menschen sehr von ihren Erwartungshaltungen abhängig sind. Und wenn man sich das anders vorgestellt hat, dann ist man halt auch leicht enttäuscht, wenn es anders kommt. Ich habe das relativ offen auf mich zukommen lassen. Muss ganz ehrlich sagen, und habe es so genommen, wie es gekommen ist, ne? ohne Wertung, weil ich habe das ja nicht für, also ich habe das gemacht, weil es mich interessiert hat. Das war eine stark intrinsische Motivation, die mich zu den Edonauten bewegt hat. Und insofern habe ich ja eben erzählt, warum ich auch den Beitrag habe veröffentlichen lassen durch euch, obwohl ich im Endeffekt das Gefühl hatte, beigetragen habe, hat nicht eine ganze Gruppe, sondern mehr hauptsächlich ich. Ja, und jetzt habe ich leider deine Frage vergessen, Nele. Jetzt stell sie mir bitte nochmal. Was du anders machen würdest, wenn du dir so einen Kurs anguckst. Genau. Also eine Sache würde ich wirklich anders machen. Und das ist ich würde die Gruppenbildung, die Gruppenzugehörigkeit, nicht die Bildung, die Gruppenzugehörigkeit, die würde ich weglassen. Das ist mir auch nicht bekannt, dass ich öffentlich mache, zu welcher Gruppe ich mich zugehörig fühle im Barcamp-Format. Das kenne ich so nicht. Und das würde ich für eine Folgeveranstaltung der Edonauten auf jeden Fall weglassen. Man macht sich selber schon einen Plan. Man beteiligt sich selber schon
für sich an den Gruppen oder geht auch mal wieder raus oder geht halt auch mal wieder rein, wo es interessant ist. Sich einzuklinken, natürlich kann man das pflegen und man kann sagen, so, jetzt nehme ich die Gruppenzugehörigkeit wieder raus, ich verlasse die Gruppe, aber da sind Hürden. Das sind kleine, aber feine Hürden und die würde ich beim nächsten Mal einfach umschiffen, die würde ich vermeiden wollen. Das ist so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Sebastian, wie siehst du das? So, grundsätzlich erstmal ging es mir ähnlich, dass mir erstmal ja darum ging, dazu zu lernen. Das hat nicht nur mit den eigenen Fragen zu tun, sondern ich finde dann einfach auch das spannend auf der Metaebene, wie so eine Veranstaltung online funktionieren kann. Das hat mich eben auch interessiert. Und ja, das knüpft jetzt ja auch an die Frage an, wie kann das Ganze funktionieren. Für mich ist es so, dass ich glaube, durch dieses, also für mich ist es so, ich finde jetzt so diese Videokonferenzen finde ich einfach dann ganz gut, wenn man sich dann nochmal gesehen hat und man kann einfach dann noch anders Vereinbarungen treffen. Ich glaube, wenn es jetzt darum geht, was würde ich vielleicht anders machen, dass man sich vielleicht erstmal mit den 200, 300 Leuten oder mit denen, die jetzt gerade da sind, in so einer Zoom-Konferenz eben trifft oder bei YouTube oder wo auch immer und dass man da die Leute mit Gesicht irgendwie willkommen heißt und vielleicht auch ab und zu mal so, das, ich glaube, das war ja über 3 Wochen, vielleicht nach einer Woche dann nochmal sagt, okay, wir treffen jetzt nochmal uns gemeinsam. Und ich glaube, das gibt so einen Motivationsschub und man hat die Menschen mal gesehen und der Kontakt wird einfach noch ein anderer, als wenn man nur schreibt. Weil ich glaube, es hat sehr viel eben auch mit Mut zu tun. Ja, bei wem schreibe ich denn jetzt hier gerade in dieses Doc rein? Und so, und dann hat man schon einen anderen Bezug zu der Person, wenn man sich da schon mal gesehen hat und die Stimme gehört hat. Das wäre so eigentlich meine Hauptidee, dass ich sowas, glaube ich, häufiger auch anleiten würde, weil manche Menschen muss man dann halt so ein bisschen dazu anleiten. Jetzt trefft euch doch mal im Video zusammen. Und wenn ihr das jetzt nicht macht, dann organisieren wir das jetzt mal und wir treffen uns jetzt mal alle gemeinsam. Ja, jetzt weiß ich auch nicht genau, ob ich alles beantwortet habe oder ob noch was auf uns steht. Wir reden ja noch ein bisschen, Sven. Maria muss noch was sagen. Florian hat aber die Hand gehoben. Moderativ sehr schwierige Frage. Ja, ja, also das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, die, was du gerade, Sebastian, angesprochen hast, weil auf der einen Seite, wie frei muss es sein oder wie geleitet muss es auch sein? Und was tut gut und was ist zu viel des Guten? Das ist, glaube ich, so eine Gratwanderung, die unheimlich schwierig ist. Ich glaube, dass du recht hast, dass einige sich gewünscht hätten, dass es nicht, es war ja alles offen, ob du ein Etherpad benutzt, ob du ein Google Doc benutzt, ob du über Evernote, es ist ja vollkommen wurscht gewesen, Slack, Meistertask, Trello, wie sie alle heißen, ist ja wurscht, du konntest ja absolut frei. Ich habe mich auch gefragt, ob das zum Beispiel auch ein Hindernis bei mir war. Ich habe das zwar, in meiner Gruppe konnte man verschiedene Themen erstellen, in jeder Gruppe konnte man das, und eines war, wie gehen wir vor? Wie organisieren wir uns? Und so weiter und so fort. Und ich habe dann natürlich meinen Vorschlag reingebracht. Da kam dann kein Kontra. Dann habe ich damit angefangen. Die Frage ist, ob das eventuell sogar, weil es meine eigene subjektive, persönliche Vorgehensweise war, andere davon abgehalten hat, sich daran groß zu beteiligen. Das kann ja durchaus sein. Vielleicht wäre es für einige einfacher gewesen, wenn eine empfohlene Vorgehensweise zum Beispiel gewesen wäre und am Ende der ersten, am Ende der zweiten, am Ende der dritten Woche trefft ihr euch zu einer Präsenzveranstaltung in der Zoom-Konferenz. Ist, kann durchaus sein. Ne? Also wir sind alle ganz anders sozialisiert, als dass die Zukunft von den Jugendlichen und Kindern
fordern wird, die wir jetzt als Lehrer, jetzt sage ich mal wir, ausbilden. Maria. Ja, ich möchte auch gerne anknüpfen. Ich fand es einen guten Vorschlag von Sebastian auch. Da nochmal das, also einfach eine Zoom-Konferenz oder was anbieten. Das muss ja wirklich nicht sein, wo man sagt, wenn ihr dann nicht dabei seid, dann seid ihr kein richtigen Edonauten. Sondern ich habe zum Beispiel, gehe mir da ein, während der Bearbeitung habe ich, wir machen so ein Meetup immer in Berlin. Und das ist und dann habe ich sozusagen in dem Meetup erklärt, hey, ich mache jetzt gerade was für den Edonauten. Und dann hat eine Kollegin einfach mal geguckt, hey, was machst du da? Und hat mir Feedback gegeben, auch wiederum außerhalb des offiziellen Edonautenkreises. Und das war total hilfreich. Ich bin ein Fan von so Coworkings, auch gerne online. Das muss ja gar nicht, also es kann ja sein, man macht ein Check-in, man vielleicht mit einer kleinen Gruppe und sagt, daran arbeite ich jetzt gerade. Und ob es dann die gleiche Gruppe ist oder nicht, ist dann vielleicht noch gar nicht so wichtig. Sondern einfach nur so dieses schöne Gefühl, so, wow, das sind andere, die an ähnlichen Themen arbeiten. Das ist einfach super motivierend. Und die Strukturfrage ist eine echt schwierige Frage. Also ich finde, dass es schon gut war mit diesen Schritten, wobei am Anfang, ich habe mehrmals geguckt nach einem klaren Zeitplan, da standen nämlich die Daten noch nicht. Und dann war ich so, okay, gucke ich später nochmal rein. Und dann war so, hups, oh, jetzt muss ich fertig werden. Und das ist vielleicht auch in Ordnung, man ist am Anfang noch nicht klar, wenn man sagt, so die nächsten Wochen. Ich glaube, was für mich so ein ganz hilfreicher Punkt in der Struktur war, war das, Frau Helene hieß sie, glaube ich, das Video, dass sie kurze, klare Antworten manchmal sucht. Und wenn man vielleicht schon am Anfang, ich glaube, was mir am Anfang, also ich glaube, ich bin eher mit so ein bisschen mit so einem Edonautica, also mit so einem Barcamp-Blick rein. Und da kann man ja auch mal eine ziemlich offene Frage reingeben. Und aus meiner Sicht waren es viele sehr große Fragen. Also auch sowas wie gelingt zeitgemäße inklusive Bildung online? Und ich denke schon, dass es möglich ist, in der Zeit mit den Gruppen darauf eine Antwort zu finden. Aber es ist wahrscheinlicher, auf eine kleinere Antwort eine Antwort zu finden. Und das vielleicht einfach schon am Anfang noch klarer zu sagen, damit dann nicht irgendwie so Leute das... Also ich hätte... Ich glaube, also ja, meine eine Frage hat sich auch immer mehr konkretisiert, auch so ein, dann zum Schluss ein überschaubares Ergebnis, was auch in Ordnung sein kann, aber damit Leute dann nicht so enttäuscht sind, wenn sie irgendwie angefangen haben, zu einer großen Frage zu denken und dann ist da irgendwie noch kein Ergebnis. Und dann, dass man sagt, wenn du möchtest, dass zum Schluss ein FAQ-Beitrag rauskommt, dann vielleicht bedenke doch diese und jene Aspekte daran oder so. Dass man vielleicht beides machen kann. Einerseits das offene gemeinsame Diskutieren, ohne den Anspruch, das zum Schluss in ein Dokument zu gießen oder in einen so einen Text. So, das wären so ein paar Ideen gerade. Das finde ich total spannend, die Rückmeldung, die von euch kommen, weil das für mich so das Hauptding war, wo ich immer also dran nachgedacht habe von Crew-Seite, wie stark sollen wir sozusagen intervenieren und wie stark sollen wir vorgeben und wie stark sollen wir gerade diese Offenheit auch einfach zulassen und auch den Menschen dann ermöglichen, den Weg so selbst zu finden. Und es sind, glaube ich, tatsächlich ein paar gute Ansatzpunkte jetzt von euch dazu gekommen. Was mich noch interessieren würde, wir haben ja, also so wie wir agiert haben quasi mit der teilnehmenden, teilgebenden Gruppe, war ja vor allen Dingen über die täglichen Mailings. War das zu viel aus eurem Eindruck? Hätte da was ganz anderes reingesollt oder wie habt ihr die wahrgenommen? Niemanden angesprochen. Sebastian, magst du beginnen? Also ich fand es jetzt nicht so viel. Ich konnte da was mit anfangen. Ich habe dann da immer so ein bisschen rausgehört, ja, so ein bisschen, ja, es könnte doch jetzt noch mal so ein bisschen hier was kommen, weiß auch nicht, ist meine Interpretation. gut. Weiß nicht, vielleicht die andere Leute, die jetzt nicht so viel Zeit hatten, dann haben es vielleicht anders aufgenommen. Ich fand sonst an Jorans Videos, oder ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch noch welche gemacht, ja, hauptsächlich Joran, fand ich dann auch ganz gut. Dann hat man das auch nochmal in einem anderen Format, wie gesagt, also diese Videos sprechen einen dann nochmal auf einer anderen Ebene an.
Genau, da fällt mir dann halt auch noch dieser Vorschlag ein, dass man ja auch als Endresultat könnte man ja auch so ein Video machen. Ne? Das wäre auch noch so eine weitere Möglichkeit. Jo, soweit. Florian, magst du weitermachen? Ja, kann ich mal weitermachen. Ich fand das äußerst passend. Ich habe die Freiheit auf der einen Seite sehr genossen. Für mich war das genau der richtige Rahmen, um zu arbeiten. Aber durch die täglichen Mailings fühlte ich mich betreut. Also ich fühlte das Projekt, ihr seid dran geblieben. Ne? Otto Scharmer sagt in seiner Theorie U, dranbleiben, das ist das Wichtigste. Also nicht so häufig intervenieren, aber auch sich nicht ausklinken, damit etwas geboren werden kann, was noch nicht in der Welt ist. Und das ist etwas gewesen, was mich total angelacht hat von Anfang an. Es ist etwas, was es so noch nicht gab, was es so noch nicht gibt. Und da wollte ich meine Aufmerksamkeit, jetzt bin ich zu sehr bei Otto Scharmer, aber da wollte ich meine Aufmerksamkeit hinlenken. Das ist mir ganz wichtig, das ist auch mein Antrieb gewesen. Und wie gesagt, die Freiheit hat mich unheimlich, ja, hat mich unheimlich mich entfalten lassen, hat mich überhaupt nicht eingeengt, aber ich fühlte das ganze Projekt betreut und damit auch mich betreut. Und das war mir ganz wichtig. Es war in keinster Weise zu viel. Es war dezent. Es war immer sehr höflich. Es waren immer Empfehlungen, keine Verpflichtungen. Es waren Hilfestellungen, die man nehmen konnte, wenn man sie nehmen wollte. Ich würde das wiederholen in absolut ähnlicher Form. Ja, ich glaube, da finde ich mich so ein bisschen vielleicht zwischen euren beiden Einschätzungen wieder oder vielleicht, okay, doch, ich habe schon auch, wenn, also als noch Schule war bei uns, also bei den Osterferien, da dachte ich auch so, ah ja, Edonauten, puh, okay, morgen vielleicht. Also wenn man da so ein sehr großes Appellohr hat, dann konnte man die auch schon so hören. Aber fand es, also mein Gott, dann habe ich es kurz mal überflogen und dachte, okay, wenn ich wieder Zeit habe, setze ich mich wieder ran. Und also ich fühlte mich auch betreut, wie Florian gesagt hat, und aber auch dadurch war mir nochmal bewusst, dass es jetzt nicht so ein Forum ist, wo man dann irgendwie nochmal in einem Vierteljahr noch vielleicht reinguckt, sondern dass es jetzt schon auch ein Projekt ist mit einem Projektziel und einem Projektabschluss. Und das fand ich unheimlich hilfreich. Das ist wie so eine Art ja, Countdown oder so, das fand ich gut. Also es könnten vielleicht auch, eine Mail, ich erinnere mich, war so eine Pausen-Mail, davon könnte es vielleicht noch eine geben. Um so ein bisschen auch zu betonen, so hey, irgendwie habt ihr alle gerade wahrscheinlich schulmäßig ganz viel zu tun und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man dann nochmal abends nach 8 Stunden Laptop-Zeit sich nochmal an den Laptop setzt oder sowas. Und das einfach, um so ein bisschen so den Druck rauszunehmen auch immer wieder. Sebastian hatte nochmal eine Frage vorgeschlagen, nämlich was zu dem Zeitrahmen insgesamt, also was wie die 3 Wochen. Wie ist es euch damit ergangen? Ja, ich sag da mal was zu, weil ich die Frage ja gerade in den Chat gestellt habe. Und möchte ihr alle 3 noch dazu sagen, wart ihr alle eigentlich alle von Anfang an dabei? Das wäre nochmal interessant. Ja, also ich schon relativ am Anfang. Ja, ich habe das, ja, doch. Mhm. Ja, ich auch. Ich war meines Erachtens relativ früh mit dabei. Okay, Sebastian, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. War nur als Kontext, weil das ja auch gar nicht so selbstverständlich ist. Wir haben gerade noch mal heute nämlich geguckt. Also die Mehrheit der Leute war nicht von Anfang an dabei. Also für mich war das nur so, also dass ich so das Gefühl hatte, manchmal kann es so bestimmte Phasen vielleicht geben, wo es dann irgendwie so konzentriert irgendwie dabei ist. So 3 Wochen ist so ein langer Zeitraum. Und also mir ging es so, weil dann wiederum auch andere, dann beschäftigt mich auch wiederum andere Dinge in der Schule oder privat. Und dann war ich so kurzzeitig, war meine Energie kurz so raus und dann kam ich irgendwann wieder rein so und dann dachte ich, und dann habe ich darüber nachgedacht, wie wäre das, wenn man da dann vielleicht weniger Zeit hat und dann weiß, okay, wir müssen hier wirklich konzentriert dran arbeiten und dann ist es halt nicht so, dass man mal so eine Nachricht in 3-4 Tagen bekommt,
so, sondern dass dann auch alle wissen, okay, es kommt jetzt drauf an, wir haben vielleicht nur eine Woche, aber wir müssen jetzt wirklich irgendwie Gas geben und vielleicht ist dann die Energie auch noch eine andere. Habe ich mir einfach so gefragt, ob das ein anderes Ergebnis sein könnte, aber würde mich jetzt interessieren, wie es euch damit geht. Also für mich war es perfekt. Ich denke nur, was gerade jetzt schon diese beiden Antworten, meine und deine, Sebastian, aussagen, ist das, was wir eigentlich wissen. Es gibt nicht den einen Lernweg, der richtig ist. Es gibt nicht die pauschale Lösung. Und so wäre das doch, das ist jetzt meine Zukunftsperspektive, ein Wechsel der Zeiträume, dass man sagt, so, wir machen jetzt mal eine Wochenaktion oder eine Dreitages- oder verlängertes Wochenendaktion und dann haben wir mal wieder, was weiß ich, einen Monat, ob das im Sommer dann liegt oder wie auch immer, wo, um auf Maria einzugehen, mit den Belastungen durch Schule vielleicht das ein bisschen rauszunehmen. Also nicht, es wird nicht, genau wie wir eben besprochen haben mit den kollaborativen Methoden, da wird es nicht die Methode geben, die jedem gleich gut passt. Und ich denke, wenn man da einfach Angebote macht, dann gelingt das auf jeden Fall noch besser. Für mich waren die 3 Wochen auch ein guter Zeitraum. Hat sich irgendwie länger angefühlt, weil es ist ja auch ganz schön viel passiert in der Zeit. Also für mich war, ja, wie Florian schon gesagt hat, so der Zeitraum eher das Problem, dass wirklich jetzt mal schnell Schule irgendwie ganz anders machen und dann irgendwie Urlaub, was ja auch mal irgendwie ganz nett ist. Und das irgendwie, da mich dann zu entscheiden, okay, mache ich jetzt da was für die Genauten und wie viel und so, das fand ich schwierig. Ich würde es total gerne mal in einem anderen Zeitraum ausprobieren, wo einfach doch ein bisschen mehr Normalität ist. Soweit. Ich guck mal, wir haben uns vorher einen Notizzettel gemacht, was wir davon noch abarbeiten können oder sollten. Ja, vielleicht nochmal von den Ergebnissen ausgegangen. Hattet ihr schon die Gelegenheit, euch ein bisschen mehr in der FAQ umzusehen? Und wenn nein, ist das ja auch ein interessanter Punkt. Wenn ja, was ist euch aufgefallen? Wer will zuerst? Na komm, dann hau ich mal hier rein. Ich habe relativ, nicht so wie du, Maria, ich habe jetzt gerade eben am Anfang gehört, du hast jetzt Ostermontag freigegeben, hast gesagt, so, jetzt bin ich fertig, jetzt könnt ihr das Ergebnis veröffentlichen. Bei mir war es irgendwie ein bisschen eher und war da ganz gespannt. Ne? Ich war da ganz gespannt und habe dann eigentlich tagtäglich reingeschaut und habe geschaut, was ist denn noch dazugekommen und wie entwickelt sich das denn und was sind denn so Schlagworte? Habe ich das denn überhaupt richtig gemacht? Nele, du hast mir ja dann auch noch einige kleinere oder größere Nachbesserungen, hast du ja noch reingebracht. Das fand ich gut und ich finde, es ist toll geworden. Ich finde, es ist ein toller Anfang. Ich finde, das wird nie fertig. Und es kann so weitergehen. Und ich glaube, das kann jetzt auch dadurch, dass das erstmal so zustande gekommen ist und jetzt dort steht, wie es steht, kann es wiederum eine Hürde abbauen für nachfolgende Edonauten, zu sagen, hey, alles klar, da traue ich mich auch mal ran. Ja, also bei mir war das so, dass ich erstmal mir eigentlich wenig einen Überblick darüber verschafft habe, sondern so ganz konkret mal geguckt habe bei einer bestimmten Fragestellung. Ich bin da auf so ein bestimmtes Tool einfach gestoßen und habe mir das ein bisschen genauer angeguckt. Das war bisher das Einzige, was ich gemacht habe. Das nennt sich irgendwie Onku oder so. Ich glaube, Nele, du hast da auch irgendwas zu erstellt, habe ich dann später noch gesehen.
Ja, ich fand das erst, ja, das fand ich erst mal spannend irgendwie, weil ich selber dann halt auch irgendwie so ein Tool suche, womit kann ich jetzt noch besser so kollaborativ arbeiten. Wie gesagt, irgendwie so gemeinsam so eine Mindmap erstellen, würde ich interessant finden. Bei diesem Onku war das jetzt noch irgendwie so, dass das bei mir dann leider ein bisschen anders aussah als bei meiner Freundin auf dem Handy. weiß nicht, woran das lag. Aber das war jetzt mal so was ganz Konkretes und ich glaube, ich werde mich da bestimmt noch reinfuchsen und dann nochmal gucken, was es da noch so gibt, was ich jetzt verwenden kann. Da wäre für mich jetzt auch nochmal die Frage, inwiefern geht das Ganze weiter? Vielleicht könnt ihr da nochmal was zu sagen. Darf man sich jetzt noch einloggen oder wie sieht das aus? Maria, magst du noch was sagen zum Ergebnis? Ja, ich habe auch dann, als ich endlich mal fertig war, auch nochmal reingeguckt und war ganz eine Sache, die mir aufgefallen ist, zum Beispiel, ich habe bei vielen Gruppen, war ich mit drin, aber habe dann auch nicht irgendwann den Faden verloren und nicht mehr richtig mitgelesen. Und dann habe ich, da war so die, was ist denn dieses T-Pack? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich so als Schlagwort gesehen, dachte ich, ah, jetzt kann ich es mal lesen, dann habe ich, fand ich den Beitrag auch total gut. Oder auch zu einem anderen Beitrag, dann habe ich mir den durchgelesen, fand ihn richtig gut formuliert. Und dann war ich so, dachte, oh, wenn man jetzt einen Like-Button hätte. Und dann habe ich runtergescrollt und dachte, oh ja, es gibt so eine Art Like-Button. Das fand ich gut. Dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass es eine Ansicht gibt, wo man einfach alle Beiträge in einer Liste hat. Weil ich mal durch diese Kategorien das Gefühl hatte, oh, habe ich jetzt was übersehen? Und dann, ah, zweite Seite und so. Also selbst wenn es sehr viele werden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man diese Ansicht vielleicht noch irgendwo mit einbaut, auch wenn es irgendwann wahrscheinlich nicht mehr so wirklich viel genutzt wird. Was ich auch eine spannende Situation fand, freue mich ja sonst über CC0 als Lizenz, also auch ganz ohne Urhebernennung. In dem Fall hätte ich tatsächlich manchmal gerne noch einen Kommentar gehabt, wer da so dahinter steckt. Also ich habe das bei meinen Beiträgen auch nicht gemacht, weil ich dann irgendwie, ach naja, komm, egal, CC0, fertig. Aber so aus der Leserinnensicht dachte ich dann, naja, das wäre interessant, wer hat sich damit wohl beschäftigt, ohne das jetzt als Lizenz unbedingt haben zu wollen. Ja. Letzteres ist tatsächlich eine interessante Beobachtung, weil wir hatten ja quasi vorgegeben als Standard, das wurde von den Edonauten erstellt, aber auch bei CC0 wäre es ja möglich gewesen, da Name oder Gruppe oder irgendwas hinzuschreiben, aber es haben tatsächlich sehr, sehr wenig genutzt. Also wir müssen wahrscheinlich nochmal durchzählen, aber die meisten haben es wirklich bei diesem Standard belassen, ja, wurde von den Edonauten erstellt. Das ist auch was Interessantes eigentlich so als Ergebnis. Nele und ich machen es uns jetzt, glaube ich, ein bisschen einfach mit der Frage, irgendwie, wie geht es denn jetzt weiter und was kommt als nächstes oder sowas und verweisen auf ein zweites Video, was wir nochmal machen wollen, um das ein bisschen ausführlicher laut zu überlegen. Die Kurzantwort würde, glaube ich, heißen, Nele, korrigier mich, wissen wir noch nicht. Ja, wissen wir noch nicht, aber was man schon konkret sagen kann, also wir haben tatsächlich jetzt gesagt, wir betreuen die Edonauten-Plattform erstmal nicht aktiv und darum haben wir auch Registrierung ausgeschaltet. Das heißt aber, die sich registriert haben und die im Kurs da waren, die können sich natürlich da auch weiterhin austauschen und es gibt auch weiter die Möglichkeit, quasi FAQ-Beiträge einzustellen. Also das ist sozusagen weiter offen. Und natürlich sind alle Inhalte da und das, finde ich, ist tatsächlich ein ziemlicher Schatz, den man sich da auch einfach, wenn man ja auch gar nicht angemeldet oder registriert ist, angucken kann, durchlesen kann. Also das finde ich auch wahnsinnig spannend, was es da für Diskussionen gab. Dann würde ich vorschlagen, wir machen nochmal eine Abschlussrunde. Jeder geht nochmal in sich und überlegt, was in diesem Video nochmal gesagt werden muss, bevor es zu Ende ist. Jetzt muss man nicht die Maria anfangen, sondern der Sebastian. Also, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich auf eine nächste Runde. Und ich finde es spannend, wie man das digital und online macht.
Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir dann das nächste Mal analog zusammenkommen könnten. Ich habe so ein bisschen davon genutzt, Nies, dass es nicht als Edonautica, sondern als Edonauten online stattgefunden hat, weil ich sonst nicht hätte teilnehmen können. Da war ich ganz so privat ein bisschen happy drüber. Natürlich freue ich mich auch trotzdem wieder, wenn man sich im Face-to-Face trifft. Aber ich finde schon auch, dass, also so wie ihr das gemacht habt, zeigt, was möglich ist und dass man vielleicht schon überlegen kann, das auch und parallel oder in anderen Formen nochmal zu machen, selbst wenn sozusagen ein Face-to-Face-Treffen möglich wäre. Sag einfach was. Da fällt mir noch was zu ein. Und zwar, vielleicht kann man ja auch aus dem, was man jetzt gelernt hat, vielleicht kann man das ja auch ein Stück weit kombinieren, nicht? Also, dass man sagt, dass es nicht rein analog oder rein online geht, sondern dass man bestimmte Dinge dann auch online zusätzlich machen kann, damit dann auch bundesweit quasi dran teilgenommen werden kann. Ich fand, dass in diesen Zeiten, wo so vieles unsicher ist und wo man nicht weiß, wie es weitergeht, ich fand es total genial, dass wir etwas weitergemacht haben, etwas neu gemacht haben, an etwas zusammengearbeitet haben für die Zukunft, von der wir nicht wissen, wie sie aussehen wird. Es hat mir unheimlich Freude gemacht. Das war passend. Es konnte keiner so planen. Ich muss Maria absolut recht geben. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, nach Hamburg zu kommen. Bin mega dankbar, dass ich ein Teil davon sein konnte und weiß trotzdem, in was für einer Situation das stattgefunden hat. Nele, machen wir auch noch was? Das war so ein schönes Schlusswort, Jürgen. Ah, stimmt. Dann musst du gleich das Schlusswort machen, weil meins ist nicht so Schlusswort geeignet. Meins wäre nochmal ein Appell für Leute, die sich das jetzt anschauen und vielleicht jetzt gerade denken, das sind ja tolle Geschichten, die da erzählt haben, aber es hat überhaupt nichts mit meinen Edonauten-Erfahrungen zu tun. Weil für mich immer noch so ein bisschen das Thema ist, wie geht es eigentlich diesem großen Teil, der nicht sichtbar ist? Ja? Also die Leute, die nicht ganz viel geschrieben haben, die nicht jetzt hier in der Runde dabei sind, die nicht auf Twitter sind, etc., von denen wir wirklich sehr, sehr wenig wissen, ob das eigentlich irgendwie ein großer Teil Leute sind, die viel mitgekriegt haben oder Leute, die wirklich irgendwie, also wir tracken ja jetzt auch nicht so sehr viel, dass wir Learning Analytics mäßig auswerten könnten, wer wie viele Minuten noch auf der Plattform war oder sowas. Aber das fände ich schon mal sehr spannend. Und auch die Frage tatsächlich von dieser Enttäuschung und Frustration oder sowas, weil dieses Format ja auch sehr viel einfach offenlegt. Ne? Also wenn ich da irgendwie meine Frage reinschreibe und keiner interessiert sich dafür offensichtlich oder ich vermute niemand interessiert sich dafür, weil niemand antwortet, das ist ja schon nochmal eine neue Herausforderung. Insofern gezielter Aufruf, bitte antwortet einfach nochmal auf irgendeine der vielen Mails von uns, wenn ihr jetzt denkt, ich würde gern schon nochmal loswerden, dass mir das ganz anders gegangen ist, dann schreibt uns das sehr unbedingt in eine E-Mail. Joran, da kann ich mich fast nur noch anschließen. Also unbedingt, weil ich glaube, das war gerade das Spannende, glaube ich, für alle. Ne? Florian, wenn du sagst, du fandest es total schön, da dabei gewesen zu sein und wir haben das alle gemeinsam gemacht. Also das fand ich, war auch dieses Gefühl, wir als Edonauten, was machen wir? Und aus der Crew-Perspektive hatte ich eben so den Eindruck, wow, was ist das für ein Experiment? Und ich wusste tatsächlich überhaupt gar nicht, wie klappt das? Klappt überhaupt irgendwas? Wir hatten auch gar keine Einschätzung, wie viele Leute registrieren sich da, wie viele schreiben dann mit. Also von dem her, ich fand es auch super spannend und ich würde es ebenfalls schön finden, wenn wir da versuchen, gemeinsam auch noch nicht nur jetzt das tolle Ergebnis zu haben mit der FAQ und auch nicht nur dieses Video, sondern auch ansonsten versuchen, einfach noch mehr draus zu lernen. Was hat da jetzt stattgefunden? Was kann man da auch für weitere Projekte und auch Sachen mitnehmen? Ja, und tausend Dank auch an euch jetzt, ne, dass ihr mit dabei wart in diesem Video und schon mal so einen ersten Aufschlag gemacht habt. Sehr schön. Eine offene Feedback-Runde quasi. Sehr spannend. Ganz herzlichen Dank an alle.
an Maria, an Florian, an Sebastian, an die Leute, die uns ein bisschen was geschrieben haben und die Leute, die uns noch was schreiben werden. Und an dieser Stelle sei dann jetzt nochmal ein mündlicher Link gesetzt. Wir wollen auch nochmal ein solches Video machen aus Sicht der Crew, wie das Ganze sozusagen aus organisatorischer, konzeptioneller Veranstalter-Sicht hinter den Kulissen ausgesehen hat. Das veröffentlichen wir da, wo wir das ja auch veröffentlichen. Weiß ich jetzt gar nicht. Also, danke soweit. Danke. Ciao.